Ja, hallo, willkommen hier zurück bei der Frankfurter Musikmesse 2011. Es ist hier ziemlich laut, also ich hoffe, ihr könnt das auch wirklich alles verstehen. Es ist also so, dass wir uns jetzt ja viele konventionelle Musikgeschichten angeschaut haben, Keyboards, Software für Gitarren etc. Aber wir sind in einer Generation, da geht es uns, das heißt Disco, Mucke, da gibt es Beat. Und wo Disco ist, ich kann mich daran erinnern, vor 20 Jahren war ich selber noch DJ. Wir sind mit 6000 Maxi-Singles losgefahren in zwei Autos, die Plattenspieler, alles dabei. Es war ein riesen Equipment, was wir dabei hatten. Das braucht man eigentlich heute gar nicht mehr. Heute gibt es wirklich so eine Art Band in a Box, würde ich fast behaupten. Also die ganze Disco ist praktisch fast nur noch in einem Gerät drin. Und wir sind jetzt heute hier beim Stand von Reloop, sprechen mit dem Boris. Und der Boris wird uns jetzt mal das Flaggschiff vorführen, und zwar das Flaggschiff mit dem Namen Jockey 3 Master Edition. Das ist die Jockey 3 Master Edition, das heißt, dieses Gerät, das bringt praktisch alles mit, was wir brauchen. Das heißt, das ist ein USB-Anschluss, da wird uns der Boris aber noch einiges zu sagen. Da ist auch eine Soundkarte drin und wirklich alles, was wir benötigen, die Software dabei für den Mac, um da richtig geile Musik zu machen. Boris, ich würde vorschlagen, du erzählst uns jetzt erstmal ein bisschen was zu der Hardware und dann gehen wir zur Software über. Und lass uns einfach mal an deiner Erfahrung teilhaben. Können wir gerne machen. Also das hier ist eigentlich ein klassischer Zweideck-Controller. Mittlerweile kann man schon fast von klassisch sprechen, weil seit ungefähr 3-4 Jahren mixen eigentlich mittlerweile DJs schon mit Controllern. Wir haben also zwei große Jogwheels hier drauf, die jeweils Deckseiten steuern. Wir haben eine Effektsektion dabei, die gesteuert werden kann. Wir können einen Filter einsetzen. Wir können das Panning einstellen, das heißt rechts oder links. Wir können Cue-Punkte setzen, für die das noch nicht wissen. Cue-Punkte dienen dazu einfach, einen Track an einer bestimmten Stelle immer wieder neu zu starten, damit man einfach wieder neu in den Beat reinkommen kann, damit der Mix einfach besser klingt. Crossfader-Sektion mit dabei, um zwischen zwei Songs hin und her zu blenden. Also diese Hardware kommt natürlich mit der kompletten Software, allerdings einer abgespeckten Version. Das heißt, wenn ich ein Update haben möchte, das auch nicht wirklich teuer ist, zu einer Pro-Version, die Pro-Version kostet 99 Euro. Wir zeigen mal ein bisschen was von der Software, wie die funktioniert, wie die aufgebaut ist, was die so kann. Also wir sehen hier Traktor Pro in der Version 2.0. Wir haben hier zwei Decks, wo jeweils jetzt ein Song drin geladen ist. Um einen Song reinzuladen, kann ich hier einfach mit diesem Drehregler hoch und runter fahren und sagen, okay, ich möchte den gerne da reinladen oder den gerne da reinladen. Index A. Je nachdem, welcher Song als nächstes gespielt werden soll. Kurze Frage, könnte ich mir auch eine Playlist hierfür machen? Wir können auch eine Playlist machen, wir können auch iTunes mit einbinden und sagen, okay, ich mache einfach mal zu Hause, mache ich mir ein Set fertig, was ich gerne spielen möchte. Lade mir das auf meinen iPod drauf oder auf mein iPhone. Und kann es schon mal ein bisschen vorhören, weiß dann ungefähr, wann setzt welches Instrument ein, wo kann ich am besten rübermixen und kann dann diese Playlist einfach importieren und kann dann hier oben halt dementsprechend Playlisten erstellen und die dann halt dementsprechend auch anwählen. Und würde dann halt einfach quasi da durchgehen. Dazu kann ich halt hier durchwandern. Wir haben jetzt hier All Samples. Track Collection und die History, die ist halt von vornherein schon drin. All das, was ich schon mal gespielt habe, wird hier aufgezeigt. Normalerweise startet das Programm halt so, dass man halt die Track Collection sieht. Da hat man einfach alle MP3s reingeladen, entweder aus iTunes oder direkt von der Festplatte aus. Und kann dann eigentlich direkt losstarten. Was braucht denn an Hardware? Reicht mir ein normales MacBook oder brauche ich schon ein fetteres MacBook Pro? Brauche ich einen großen iMac oder? Also ich habe noch ein MacBook von 2008, ein normales weißes, und damit funktioniert es auch ohne Probleme. Also angegeben laut Hersteller ist, glaube ich, ein Dual-Core mit 1,5 GHz Minimum. Das System läuft sowohl auf Windows als auch auf Mac. Mit dem Mac läuft es aber nach meiner Ansicht und meiner Erfahrung irgendwie stabiler. Das heißt, ich könnte vielleicht sogar ein MacBook Air verwenden? Wäre auch möglich. Was kostet diese ganze Lösung, also Hard- und Software dabei, was bekomme ich alles? Hard- und Software kosten zusammen 599 Euro, ist der Endkundenpreis. Dafür gibt es halt die Software in einer abgespeckten Variante. Wenn man aufstocken möchte auf die Pro-Variante, um halt wirklich alles bedienen zu können, muss man nochmal 99 Euro drauflegen. Dann sind wir bei 680, 690 Euro. Dann ist man eigentlich rundum sorglos bedient, man kann damit in den Club reingehen. Wir haben auf der Rückseite
wenn wir uns das anschauen. Das ist eine 24-Bit-Soundkarte mit 96 kHz verbaut, ein Burr Brown Chipsatz und wir haben die Möglichkeit, einmal per Klinke rauszugehen, per Cinch rauszugehen und für die Leute, die halt im Club auflegen und eine Monitor-PA-Anlage haben, ist auch noch möglich, ein Monitorsystem anzuschließen über Cinch. Und was auch ziemlich cool an dem Gerät ist, wir haben noch zwei Inputs. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, sollte mal doch irgendwas passieren, man ist immer noch auf der sicheren Seite, man kann einen CD-Player und einen Plattenspieler anschließen und das einfach auch noch mitbenutzen. Das heißt, es ist auch gleichzeitig noch ein analoges Mischpult. Auch das ist damit möglich. Das Gerät ist ja auch ein Profigerät, also ich würde mal sagen, es ist ein Profigerät. Das heißt, wir können auch ein paar professionelle Sachen damit machen. Und der Boris zeigt uns mal jetzt einfach zwei, drei Sachen, wie man das Ding professionell einsetzen kann. Alles klar. Ich habe jetzt hier auf meinem Deck B habe ich einen Track geladen und was ich jetzt machen kann, ich remixe diesen Track einfach on the fly. Das heißt, ich setze jetzt einen Loop von einer Länge 4 Takte und sage, okay, den lade ich mir jetzt hier unten in dieses Sample-Deck rein. Damit habe ich jetzt einen Grundbeat. Dann sage ich, okay, gehen wir mal weiter. Irgendwo haben wir einen Break. Oh, der sieht ja ganz gut aus. Da mache ich mir halt auch einen Loop rein. Ja, so. Und setze ihn hier drauf. So. Hören können wir es jetzt wahrscheinlich nicht über die Boxen. Jetzt spielt dieser Break, den ich hier gerade reingeladen habe, wird jetzt hier unten weitergespielt. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einfach mit dem Filter den Sound zu modellieren, genauso wie die Lautstärke. So, dann gehe ich auf Deck A. Und ich habe jetzt quasi die Möglichkeit, den Sound jetzt zu dem Deck A zum Beispiel spielen zu lassen. Das Ganze läuft jetzt synchron ab. Hier dieser Track läuft jetzt nicht mehr, da bin ich jetzt habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, wir laden jetzt vielleicht mal irgendwas anderes rein. Ist sowas, was man kennt. Sag ihm, sync mir das mal bitte. Ich nehme den Filter rein. Und habe auch die Möglichkeit, durch den Track durchzuspringen, falls mir das nicht gefällt, was da jetzt gerade läuft. Einfach um ein bisschen, bin ich halt jetzt direkt in dem Vocal drin. Kann halt Loops setzen, kann die Loops variieren, um halt einfach noch ein bisschen mehr Spannung zu erzeugen, eigene Breaks zu bauen. Das heißt, du bist kein klassischer DJ mehr, du bist ja eigentlich schon Musiker. Ja, mittlerweile muss man das mittlerweile schon machen, weil das Auflegen an sich ist relativ einfach. Das kennst selbst du. Pass auf. Tut mir jetzt auch weh. Pass auf. Wir haben jetzt hier ein Master-Deck und ein Sync-Deck. Ich kann hier eine Sync-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Ich lasse jetzt diesen Song hier laufen. Hier drehe ich den Bass raus, sage ihm, okay, sync mich dazu. Das heißt, er passt auch den Beat direkt an. Komplett. Jetzt brauche ich nur noch überzufaden. Beide Songs laufen gleichzeitig. Es fällt keinem auf. Ich brauche nichts mehr zu machen eigentlich. Okay, früher war es noch etwas schwerer, aber... Früher war es etwas schwerer mit der Platte. Deswegen ist man jetzt da hingegangen. Wir nehmen die Songs mittlerweile einfach auseinander und setzen die wieder neu zusammen. Und das ist halt auch extrem gut möglich mit dem Gerät hier. Wird man quasi halt tatsächlich zu einem Musiker. Muss man halt mehr auf Key achten, welcher Tonlage ist der Song geschrieben, dass man halt auch dann smoother mixen kann. Es ist nicht mehr einfach Beat auf Beat setzen, weil das ist tatsächlich mittlerweile einfach zu einfach. Das macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Das war früher mit der Platte, wo man noch einpitchen musste. Braucht man heute einfach nicht mehr. Okay, jetzt noch eine Frage so im Hintergrund. Jetzt habe ich dieses ganze DJ-System am Laufen, die ganzen Songs. Die meisten Songs werden ja irgendwo auch bei der GEMA angemeldet sein. Ihr habt nicht zufällig auch noch ein System dahinter, wo es okay, das war die Playliste, das können wir bei der GEMA anmelden oder abrechnen, das habt ihr nicht da drin. Nee, haben wir nicht mehr drin. Ist
jetzt noch nicht geplant oder so? Soweit ich weiß nicht, aber das ist eine Frage, die man dann eher an Native Instruments stellen müsste, weil das ja quasi in der Kooperation läuft. Macht bestimmt Sinn, das zu machen, aber da das ja ein System ist, was für Clubs gedacht ist und für DJs, die halt irgendwo im Club auflegen, da ist die GEMA-Frage ja eigentlich schon geklärt. Das heißt, ich brauche diese Playlist nicht mehr. Für ein Webradio oder sowas macht das natürlich Sinn, wenn man das halt dementsprechend anmelden kann. Wir haben halt die History, aber wir können es halt nicht direkt an die GEMA übertragen. Ja, vielleicht noch ein Feature für die Zukunft. Auf jeden Fall. Alles klar, Boris, dann bedanke mich an dieser Stelle. Ich bin begeistert, wie cool es heute ist, DJ zu sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, aber will noch abschließende Frage stellen. Die ganzen Mac-Geschichten, das ist ja in den letzten Jahren wieder extremst angestiegen. Dein Gefühl, der Trend geht weiter nach oben? Auf jeden Fall. Also in der kompletten DJ-Szene ist eigentlich MacBook wird benötigt, weil es das sicherste System ist, was man eigentlich so bekommen kann. Also ich kenne keinen von meinen Kollegen, die nicht mit einem MacBook auflegen, weil einfach das Gerät schmiert nicht ab. Also ist mir noch nie passiert und das seit 8 Jahren. Alles klar, Boris, ich bedanke mich. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war's hier beim Stand von Reloop. Ich bin total begeistert, wie das Ganze funktioniert. DJ sein ist heute nicht mehr Plattenaufwerfer. DJ sein ist offensichtlich mehr. Es ist auch Musiker. Also, wenn ihr DJ seid, schaut euch die Lösung von Reloop an. Ich denke, für 599 Euro die komplette Hardware, die sehr professionell ist, mit digitaler Soundcard etc. mit drin. Das hat schon richtig Stil. Ich wünsche euch weiterhin was. Bin der Bernd. Ihr seid hier bei Hotodi und Mac News. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.